Star Wars ist. Mann, gib uns doch mal eine Chance. Wir lieben uns. Ich meine, es ist so viel schon passiert. Aber es ist auch so viel Schönes gewesen. Jetzt lass das alles da liegen. Du brauchst nicht Sachen zu packen. Mann. Mach es uns jetzt bitte nicht noch schwerer, als es schon ist, okay? Mann, Lisa, lass es doch David, einfach. David, akzeptier das. Wir haben es beendet. Hey, was willst du? Verpiss dich! Hat irgendjemand die Null gewählt, dass du irgendwas sagst? Also, David, was willst du hier überhaupt noch? Schau mal, was du machst, ey. Sie will wegen dir ausziehen, dabei solltest du ausziehen. Du bist gewalttätig, du bist ein Frauenschläger. Ich ein Frauenschläger? Wenn man keine Ahnung hat, sag mal einfach mal die Fresse halt. Weil du warst nicht dabei, also kannst du gar nichts dazu sagen. Also sei einfach ruhig und geh deinen Weg. Ciao. David, niemand will dich. Nicht nur ich, sondern alle. Keiner mag dich. Du schmeißt ja niemanden raus. Das entscheiden immer noch alle. Und ich will auch nicht, dass David oder Lisa ausziehen. Er macht nur Probleme. Ach, du machst nur Probleme. Marco, hier, er braucht einen Trainingsplan. Ja, bitte. Ach so. Ein großer Kopf hoch. Super. Sagt es so leicht bei der Situation. Was soll ich denn machen? Du darfst aber die Hoffnung nicht verlieren. Ich habe damals im Knast gesessen. Unschuldig. Ich habe den Glauben an mich völlig verloren. Und da waren meine Freunde für mich da, die mich aufgefangen haben. So, Stichwort Freunde. Ich habe keine Freunde mehr. Alle hassen sie mich. Mann, ich hasse dich nicht. Ich bin doch da und ich lasse dich auch nicht im Stich. Und es gibt immer einen Ausweg, denk daran. Und Lisa, die hasst dich auch nicht. Die ist bloß ziemlich enttäuscht von dir. Tja, was soll ich jetzt machen? Zeig ihr einfach, wie wertvoll sie dir ist. Ich meine, ich bin nicht der beste Beziehungsratgeber, das gebe ich ehrlich zu, aber eins habe ich gelernt. Ich habe Peggy viel zu wenig gesagt, wie wertvoll sie mir ist. Mann, nimm dein Handy und schreib ihr einfach eine SMS. Danke. This wasn't supposed to be external. Hey. Hi. Hast du Lust, ein bisschen shoppen zu gehen? Oder zum Friseur? Guck mal, ich könnte echt mal einen neuen Haarschnitt gebrauchen. Nee, danke. Das neue Semester ist angefangen und ich muss dann auch gleich zur Uni. Aber so ein bisschen Ablenkung wird dir doch nicht schaden. Wirklich nicht, danke. Lisa, ich weiß, wir hatten auch schwere Zeiten. Vor allem auch wegen David und dass wir nicht immer beste Freundinnen waren. Aber ich finde das echt doof, dass du jetzt hier ausziehen willst. Alles jetzt ist alles okay, ja? Wir können auch was anderes machen. Spazieren gehen, Film schauen. Hm? Was ist los? David hat geschrieben. Hey Lisa, ich würde echt gerne noch mal mit dir reden. Es gibt so viele Dinge, die mir keine Ruhe lassen. Kannst du abends im Bodyburn vorbeikommen? Lisa. Ich bitte dich, es erkennt doch jeder, es ist eine Masche von ihm. Wenn du dich jetzt mit ihm triffst, dann wird er nie Ruhe geben. Ich weiß, aber... Mann, alles ja... Ich habe David wirklich geliebt und irgendwie liebe ich ihn ja immer noch und... Es tut mir einfach so weh, wenn ich ihn so leiden sehe. Aber du hast recht, wenn ich jetzt nachgebe. Ja. Und wenn du hingehst, dann nimm ich wenigstens mit. Zur Sicherheit. Man weiß nie. Ich werde drüber nachdenken. Danke. Wenn was ist, ich bin drüben. Danke. Strange invent. Perfect picture. Somehow it's different. Ich hoffe einfach, dass das die richtige Entscheidung war, herzukommen.
David muss endlich verstehen, dass es ein für alle Mal aus ist. Es fällt mir nur so schwer, ihm gleich in die Augen schauen zu müssen. Aber ich muss da jetzt durch. Ein letztes Gespräch bin ich ihm schuldig. Hey. Hi. Heute ohne dein Wachhund alles, ja? Ich finde, das ist was, was wir alleine klären sollten. Lisa, ich habe so viel Scheiß gebaut, dass mir einfach so leid tut. Mann, ich wusste einfach nicht mehr, wer ich war. Und ich habe allen Menschen wehgetan. Ich habe sie verletzt. Ich habe sie von mir weggetreten. Menschen, die mir was bedeuten. Ich habe dich von mir weggeschubst. Der Mensch, der mir am wichtigsten ist. Lisa, du bist mein Herz. Du bist mein Leben. Und wie soll ich ohne mein Herz leben können? Das geht nicht. Lisa, ich werde dir beweisen und zeigen, dass ich der Alte sein kann. Wie? Komm mit. Zeig's dir. David. Vertrau mir. Warte, stopp. Bleib. So. David, wir wollen doch nur reden. Alles gut, vertrau mir. So, komm mit. Komm mit, vertrau mir. David, was wird das? Lass dich überraschen. Und es sind ganz viele Momente, die wir zusammen hatten. Einfach mal überall aufgehangen. Zum Beispiel Bodyburn-Öffnung. Wir hatten auch Tage, die hart waren. Aber selbst da war ich für dich da. Unser erstes Date im Mauerpark. Ah, okay, kein erstes Date, aber für mich war es damals schon klar. Und die Rikscha-Tour, die wir hatten. Oder einfach mal nur zu Hause. Oder im Gartenhaus, das Highlight überhaupt. Wo wir nacheinander erwischt worden sind. Und mein persönliches Highlight an meinem Geburtstag. Kannst du dich dran erinnern? Unser erster Kuss. Ich war so betroffen. Thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way. I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about David, es tut mir leid. Aber ich kann das nicht. Right where we are.
Hey. Oh, hi. Na, wie geht's? Wo warst du? Alles gut? Ich war im Bodyburn. Bei David? Und? Da waren einfach überall Bilder von uns, wie wir einfach noch mega glücklich miteinander waren. Dann haben wir uns einfach geküsst. Aber irgendwie war es auch meine Schuld. Und wie soll das jetzt weitergehen? Es wird nicht mehr weitergehen. Das mit David und mir ist jetzt endgültig vorbei.